begrüße Sie ganz herzlich im Namen von Friedensbündnis, Friedenszentrum und von der GPPNG. Was Sie erwartet, haben wir ja schon alle gesehen, deswegen sind Sie ja hier. Aber bevor ich Herrn Professor Masserat vorstelle, möchte ich Sie bitten, ich lasse eine Losung gehen, ob Sie uns vielleicht ein paar Spenden geben für diese große Veranstaltung, hatten wir besondere Ausgaben. Wäre schön, wenn da noch ein paar Spenden zusammenkommen. Dankeschön. So, dann komme ich zur Sache. Professor Masserat, er ist in Teheran geboren, das heißt, gebürtiger Iraner, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATAC. Und jetzt mache ich so eine kleine Geschichte. Seine Karriere hat hier ganz in der Nähe begonnen, in Clausthal-Zellerfeld. Da hat er Bergbau studiert und parallel an der TU Berlin und hat als Abschluss ein Diplom-Ingenieur. Einer der Titel, die er führt. Das war ihm aber lange nicht genug. Er machte ein Wirtschafts- und Politikstudium an der TU Berlin und an der FU Berlin, promovierte und wurde auch Professor. Professor der Wirtschaftswissenschaften und der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und hat an der Universität in Osnabrück gelehrt und war im April 2000 auch der Dekan dieser Universität. Eine interessante Karriere mit ganz vielen Titeln und ich erzähle mal, es sind drei Seiten, die ich vorlesen müsste, mache ich jetzt nicht, ich kürze das ab. Seine Forschungsgebiete sind die politische Ökonomie, die sozialökologische Ökonomie, sozialökologische Ökonomie, die Theorie nachhaltiger Entwicklung, die Demokratietheorie, internationale Wirtschaftsbeziehung und Globalisierung. Er hat mehr als 400 Beiträge veröffentlicht, Bücher, Buchbeiträge und Zeitschriftenbeiträge, Beiträge in politischen Magazinen, im Wochenmagazin und in Tageszeitungen. Die kann ich auch nicht alle aufzählen, aber ich möchte noch eins erwähnen. Er war bei internationalen Kongressen. Die Dritte Welt und wir, Bilanz und Perspektiven, er war bei der bei den Weltgipfeln in Rio de Janeiro und in Johannesburg und hat sich um Umwelt und Entwicklung gekümmert, war Koordinator im Bereich Klimaschutz und Energiepolitik. Also er hat sehr, sehr viele Dinge geleistet und ich freue mich ganz besonders, dass wir ihn heute hier haben. Ich sage herzlichen Dank fürs Kommen und übergebe ihm das Mikro. Herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung. Ich freue mich, zum vierten oder fünften Mal in den letzten 10 Jahren wieder in Braunschweig zu sein. Ich freue mich sehr, dass trotz der Hitze so zahlreich Sie hierher gekommen sind. Ich versuche zunächst einmal die Frage zu untersuchen, wie groß ist die Kriegsgefahr wirklich? Sie haben ja sicherlich sehr viel über die Medien über die drohende Kriegsgefahr erfahren. Wir haben alle den Eindruck,
nicht alle, aber sehr viele Menschen haben den Eindruck, die sich ein bisschen auskennen und Zeitungen genau lesen, dass die US-Regierung oder Kräfte in der US-Führung auf der Suche von Vorwänden sind, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Es begann schon ganz offensichtlich im September letzten Jahres. Es ist in diesem Jahr, im Januar, über Wall Street bekannt geworden, John Bolton, einer der einflussreichsten Figuren um Donald Trump, der ganz dezidiert sich zum Ziel gesetzt hat, einen Krieg gegen Iran anzuzetteln. Und das hat er auch sehr oft gesagt, hat es öffentlich gesagt in der Veranstaltung einer Oppositionsgruppe, eigentlich eine Splittergruppe, die aber sehr hoch gehandelt wird in den USA. Vor einem Jahr hat er bei der Veranstaltung von Volksmujahideen eine flammende Rede für Regime Change gehalten, hat er diese Splittergruppe versprochen, nächstes Jahr um die Zeit sich im Iran wieder zu treffen. So eilig hat das der Mann. Und er hat in der Tat im September letzten Jahres, eine Bombe ist in der Nähe der amerikanischen Botschaft in Bagdad explodiert, der hat tatsächlich CIA angewiesen, dieses als Vorwand zu fabrizieren, das Iran zuzuschreiben, damit ein Krieg gegen Iran beginnen kann. Offensichtlich nach Wall Street hat CIA das zu blöd gefunden, hat sich geweigert, das umzusetzen. Und irgendwann ist das rausgekommen. Seitdem, vor allem in diesem Jahr, haben wir eine Reihe von Ereignissen, die in diese Richtung von Kriegsvorbereitung deuten. Im April in diesem Jahr erklärte Trump die iranische Revolutionsgarde, eine paramilitärische Organisation, aber offiziell Teil des gesamten iranischen Verteidigungsapparates, zu einer terroristischen Gruppe erklärt. Das heißt, ein Staat erklärt die Armee eines anderen Staates zu einer terroristischen Gruppe. Das hat es noch nie gegeben. Das hat aber Trump gemacht. Das ist zumindest eine Provokation, die Reaktion zu Reaktionen führen könnte. Dann wurden Anfang Mai zwei Öltanker vor der Küste der Arabischen Emirate angegriffen. Sofort war die Beschuldigung an die Adresse von Iran seitens dem US-Außenminister Pompeo. Dann Anfang Mai wurden es folgte dann die Sendung des USS-Flugzeugträgers Abraham Lincoln in den Mittleren Osten aufgrund dieser Vorfälle, der Angriffe auf die Öltanker. Dahinter steckt natürlich die Ansage von der iranischen Seite in den letzten ein, zwei Jahren, hin und wieder, das halte ich für sehr problematisch, wir könnten ja die Straße von Hormuz blockieren, wenn man versucht, uns gegen uns Wirtschaftskrieg zu führen und uns zu hindern, unser Öl zu exportieren, dann können wir auch das gegen andere Staaten machen, die gegen uns Krieg führen wollen.
Das ist zwar verständlich, aber ich hätte es an die Stelle von iranischer Regierung das nicht gesagt. Dies wurde allerdings als Vorwand genommen und auch damit begründet, den Flugzeugträger in den Indischen Ozean zu verschicken. Dann haben wir jüngst zwei Explosionen an einem japanischen, einem norwegischen Öltanker Mitte Juni, vor 10 Tagen etwa, haben wir alle mitbekommen. Das soll auch die Revolutionsgarden gewesen sein. Man weiß es nicht, ich weiß es auch nicht. Es ist jedenfalls unlogisch, dass Iran selbst solche Provokationen, die sehr gerne von der US-Seite aufgenommen werden, frei Haus liefert. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass man dokumentieren will, hier, wir sind da, wir können was einrichten. Und als letztes wurde ja US-Drohne, eine sehr teure, abgeschossen. Iran sagt, das waren die iranischen Luftraum, und die USA sagt, in dem internationalen Luftraum. Auf jeden Fall ist völkerrechtlich geklärt, dass wenn ein Flugkörper sich an den Luftraum eines Staates annähert, sich seine Anwesenheit ankündigen muss, ob bemannt oder nicht bemannt, die Steuerungszentrale muss das ankündigen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nach dem Völkerrecht das Recht des Staates, der sich angegriffen fühlt, dieses Flugkörpers abzuschießen. Also völkerrechtlich ist einwandfrei, die andere Frage ist aber nebensächlich. Wir sehen, es gibt also dann auch noch die Reaktion des Präsidenten, der bekannt gegeben hat, es gab einen Vergeltungsschlag, aber er, Donald Trump, hätte das kurz 10 Minuten vorher den Vergeltungsschlag gestoppt. Es hat sich herausgestellt, dass für diesen Vergeltungsschlag eine heftige Diskussion gegeben hat zwischen dem nationalen Sicherheitsrat, zwischen anwesenden Vertretern aus Pentagon, Nationaler Sicherheitsrat, CIA, Außenministerium, ein paar Generäle jedenfalls. Und offensichtlich hat es nicht die Einheit gegeben, die es notwendig gewesen wäre. Man sieht, es ist ein Prozess in Gang gekommen, bei dem die Kriegstreiber, die eindeutigen Kriegstreiber, das sind John Bolton, das ist Mike Pompeo, der Außenminister, und offensichtlich auch die CIA-Chefin, Gina Haspel, sie sind dafür, die anderen fallen. Das Pentagon ist dagegen, weil Pentagon genau weiß, was das für Amerika oder überhaupt für die Region und für die Welt bedeutet, militärtechnisch. Das zeigt, dass ein Prozess im Gange ist, bei dem die Kriegstreiber immer näher kommen zu einer Entscheidung und stärker, immer intensiver darauf drängen, dass es zu einem Krieg kommt. Offensichtlich will Donald Trump selbst das nicht, der will ein Deal machen mit Iran, der will Iran unter Druck setzen und Iran beschuldigen, nicht bereit zu sein, zu verhandeln und unter massivem Druck eine Verhandlung zu zwingen und dann seine Ideen, seine Vorstellungen durchzusetzen.
Das hat mit Nordkorea nicht geklappt. Das wird auch mit Iran nicht klappen. Iran wird unter Druck hier nicht alles aufrollen, nachdem das Abkommen zustande gekommen ist, unter Mitwirkung von Europa, also 5 plus 2, die Sicherheitsrats, ständige Mitglieder des Sicherheitsrats, die 5 Staaten plus Deutschland und Iran. Da Iran hat kein Interesse daran, etwas, was schon zustande gekommen ist, wieder aufzurollen. Von daher wird Iran unter dem massiven Druck nicht verhandeln, denn es ist klar, wenn dieses Fass geöffnet wird, Büchse der Pandora geöffnet wird, dann weiß Iran auch nicht, wo das endet. Khamenei, der Revolutionsführer, der lehnt strikt Gespräche ab und begründet das immer, das erfahren wir durch die Medien ja nicht. Wir können den USA aufgrund der bisherigen Erfahrung nicht trauen. Warum sollten wir jetzt wieder neue Verhandlungen machen, wo wir nicht wissen, ob die hinterher der USA und der Vereinbarung, die wir treffen werden, trauen können. Ich versuche heute Abend mit Ihnen in 2 Teilen, 2 Schritten, erstmal einen Überblick im ersten Teil zu verschaffen über die Hintergründe des Iran-USA-Konfliktes und dann in einem zweiten Schritt, da würde ich vorschlagen, auch aufgrund der Hitze, machen wir eine Pause und Fragen, die im Zusammenhang mit Hintergründen da sind, zu diskutieren. Und in einem zweiten Schritt würde ich gerne auf die Folgen eines Krieges, der hoffentlich nicht kommen möge, hinweisen und was wir in Deutschland, was wir in Europa dagegen können, ob wir etwas dagegen können, um einen Krieg doch noch zu verhindern. So, damit erstmal zum ersten Teil der aktuelle Hintergrund des Konflikts. Ist das Iran-Atomabkommen, das 2015 geschlossen worden ist. Nach diesem Abkommen hat sich Iran bereit erklärt, das gesamte Atomprogramm, alles was zum Bau einer Bombe führen könnte, auf Eis zu legen. Und im Gegenzug haben sich USA und vor allem mit EU zusammen festgelegt darauf, sämtliche Wirtschaftssanktionen aufzuheben. Der Vertrag wurde ein völkerrechtlicher Vertrag, weil es wurde als eine Resolution des UN-Sicherheitsrates verabschiedet. Es ist bindend für alle Staaten, für USA genauso wie für Iran, für sämtliche beteiligte Staaten und für die Welt. Nach übereinstimmenden Auffassungen der Institutionen, internationale Atomenergiebehörde, die kontrolliert haben, permanent seit 2015, was in Iran geschah, hat Iran sämtliche Voraussetzungen, sämtliche Vertragsbedingungen erfüllt, ist davon nicht abgewichen. Schon unter Obama war es schwierig und Obama hat es nicht geschafft, die Wirtschaftssanktionen vollständig aufzugeben. Es hat keine Geschäftsbeziehungen mit Iran gegeben, auch während Obama-Präsidentschaft. Die Banken haben nicht mitgemacht und es blieb offen, ob es überhaupt
dazu kommt, dass die Vereinigten Staaten und dass die EU sich daran beteiligen, an Aufhebung der Sanktionen. Und nun hat Donald Trump, wie er angekündigt hatte, während seines Wahlkampfs, nach seinem Wahlsieg, bekannt gegeben, dass er das Atomabkommen, das angeblich das allerschlechteste Abkommen es war, das die USA je geschlossen hatten, wieder aufzukündigen, was die USA nicht kann. Die USA kann völkerrechtlich ein Abkommen nicht kündigen. Sie kann sich zurückziehen, indem sie das Abkommen bricht. Wir hören aber in den Medien, die USA haben aufgekündigt. Das geht gar nicht. Sie haben das Abkommen gebrochen und haben die Sanktionen, die im Vertrag, die vor dem Vertrag bestanden haben, wieder in Kraft gesetzt. Erstmal im Mai 2018 und peu à peu, letztmalig und ganz umfassend im Mai 2019. Das Ziel ist, die iranische Wirtschaft zum Kollaps zu bringen, die Bevölkerung zum Aufruhr aufgrund der Verschlechterung der Lebenssituation zu drängen. Damit wird die iranische Bevölkerung für die eigene Politik in Geiselhaft genommen. Insofern kann man sagen, dass die Vereinigten Staaten in mehrfacher Hinsicht das Völkerrecht brechen im Zusammenhang mit ihrem Rückzug aus dem Abkommen, dann durch die Anwendung, durch Deklarierung von eines exterritorialen Sanktionsregimes. Das heißt, andere Staaten, die mit Iran handeln, nicht nur USA selbst, sondern alle anderen Staaten, die mit USA Handel treiben wollen, die werden auch dazu gezwungen, wie das möglich ist, dass ein Land alle Staaten zwingen kann, den eigenen Willen durchzusetzen. Darüber spreche ich nachher, aber das haben die Vereinigten Staaten tatsächlich getan. Sie haben alle Staaten vorgeschrieben, betreibt kein Handel mit Iran. Wenn ihr das macht, dann können US-Gerichte gegen eure Unternehmen, gegen eure Banken sehr hohe Strafen verhängen und ihr werdet die Strafe auch bezahlen müssen. Das hat dazu geführt, dass alle Unternehmen, die mit Iran Großunternehmen Geschäftsbeziehungen hatten, sich von diesen Geschäftsbeziehungen zurückgezogen haben und kein weiteres Unternehmen war bereit, Waren aus dem Iran zu importieren, also Öl vor allem, Waren in den Iran zu exportieren, Finanzbeziehungen zu aufrechtzuerhalten, zu pflegen und von Investitionen gar nicht zu reden, weil dann die Investitionen immer größere Risiken verbunden sind. Dann kann man sagen, dass die USA durch Androhung von Gewalt gegen Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta verstoßen. Das ist verboten. Damit verletzen sie das Völkerrecht. Und Regimetät ist ebenso dann die Absicht, in einem anderen Land die Regierung durch kriegerische Intervention oder auch durch wirtschaftlichen Druck zu wechseln zu wollen. Das ist Völkerrecht. Aber die USA sagen das ganz offen, dass sie das tun wollen. Dann die Geiselnahme der iranischen Bevölkerung für ihre politischen Ziele ist Völkerrechtsbruch. Und darüber hinaus missachten die Vereinigten Staaten sämtliche iranbezogene Beschlüsse des Hager
Gerichtshofs. Es gab zweimal Beschlüsse des Hager Gerichtshofs gegen die Sanktion. Die Sanktion der USA sind untersagt, aber trotzdem haben die USA nicht nur diese Sanktion aufrechterhalten, sondern wie gesagt, die ganze Welt zwingen sich mit Iran ein Handel zu treiben. Ein im Grunde genommen einmaliger Vorgang in der Geschichte der internationalen Beziehungen. Der Rückzug von dem Abkommen und die Schritte militärischer Art, die ich am Anfang aufgezählt habe, deuten darauf hin, dass der Prozess in Gang gesetzt worden ist, der irgendwann zu einem Krieg kommen könnte. Also, ich kann keine dezidierte Meinung sagen, ob es zu diesem Krieg kommt. Michael Lüders, der ähnliche Analyse liefert, Einschätzung liefert wie ich, der ist ganz klar der Meinung, der Krieg wird kommen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass er nicht kommen wird. Ich habe die Hoffnung, dass er nicht kommt. Deswegen lohnt es sich auch dafür zu arbeiten, dass der Krieg nicht kommt. Nun erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, dieser aktuelle Hintergrund in einen größeren historischen Rahmen zu stellen, der erklärt, worin man langfristig oder historisch den Konflikt zwischen USA und Iran verorten kann. Die Älteren unter Ihnen können sich eventuell selbst erinnern. Im Mittleren Osten entwickelte sich so eine Demokratiebewegung, so eine Nationalbewegung Anfang der 50er Jahre. Ein Politiker mit seinen Kollegen, der in der Schweiz, in Europa studiert hatte, der Jurist war, der von einer Aristokratenfamilie stammte, der dezidierte Politiker, anerkannte Politiker war, hat das Ziel, das iranische Öl zu nationalisieren, zu einem politischen Programm gemacht, mit dem er die Wahlen 1951 gewonnen hat. Zum ersten Mal gab es in Iran eine echte Demokratiebewegung, eine echte demokratische Wahl von Persönlichkeiten, nicht große Parteien, sondern Persönlichkeiten mit ihren parteiähnlichen Strukturen. Dr. Mossadegh ist dieser Politiker, der wurde Führer dieser Bewegung und gleichzeitig bald Feind des Westens, weil er gewagt hatte, als Erste in den Ölstaaten die Machtverhältnisse in im Verhältnis Westen und Ölstaaten im Mittleren Osten anzutasten. Bis dahin dürften Großbritannien und vor allem England, später auch Frankreich, im Prinzip das Öl fast umsonst durch langfristige Verträge herausholen und den Regierungen mit Almosen zu befriedigen. Also die kolonialistische Ausbeutung der Rohstoffe, der Ressourcen war auf der Tagesordnung. Mossadegh hat durch Verstaatlichung, Ankündigung der Verstaatlichung, dieses System in Frage gestellt und erfolgreich, auch völkerrechtlich erfolgreich, vor Hage,
vor dem Hager Gerichtshof 1952 Recht bekommen, nachdem England gegen die Verstaatlichung geklagt hatte. Zum ersten Mal hat ein drittes Weltland gegen Westen vor einem internationalen Gericht gewonnen. Großbritannien, der Hauptakteur in Bezug auf Iran, Ölgeschäfte war, hat die Vereinigten Staaten davon überzeugt, diesen Prozess aufhalten zu müssen, gemeinsam. Zunächst haben die USA gezögert, aber ab Anfang 1953 haben sie mitgezogen, um das Ergebnis zu sagen, im Sommer 1953 hat CIA einen Putsch organisiert und demokratisch gewählte Regierung Mossadegh beiseite geschoben, den Schah, der inzwischen geflohen war, nach Italien wieder zurückgeholt, das Schah-Regime wieder installiert und in den darauf folgenden 25 Jahren bis zu der Islamischen Revolution dieses Regime zu einem regionalen Gendarme aufgebaut, mit erheblicher Aufrüstung dieses Regimes. Dann erleben wir einen Prozess in der Mitte der 1970er Jahre. Die Ölpreise steigen zum ersten Mal und da wird sofort als Gegenmittel seitens USA, aber auch Europa, ein Wettrüsten in der Region in Gang gesetzt. Ein Wettrüsten, das schließlich nach der Islamischen Revolution zu einem Krieg geführt hat zwischen Iran und Irak. Beide Staaten waren in diesem Prozess ab 1975 bis zu 10 bewaffnet, durch den Westen auf der einen Seite Iran und auf der anderen Seite durch den Osten, durch den Sowjetblock auf der irakischen Seite. Die Öleinnahmen wurden zum großen Teil für Rüstung ausgegeben. Wir sehen hier den Fuß des militärindustriellen Komplexes schon lange im Mittleren Nahen Osten. Man stellt sich ein tolles Geschäft vor. Die Öleinnahmen dieser Staaten sollen ausgetauscht werden gegen Rüstung. Und seitdem passiert das auch. Seitdem gibt es in dieser Region Unruhe, seitdem gibt es permanente Kriege. Und ich vermute, hinter diesen allen Entwicklungen und Skandale eigentlich, Katastrophen, der militärindustriellen Komplex als ein riesiger Machtfaktor. Man kann beobachten, wie dieser Komplex immer dafür sich einbringt und sich betätigt, dass weitere Konflikte entstehen und weitere Rüstungsexporte betrieben werden. Diese Rüstungsexporte wurden dann nach der Islamischen Revolution jetzt zwischen Iran und Saudi-Arabien fortgesetzt und massiv vorangetrieben. Statt Iran-Irak ist jetzt Iran-Saudi-Arabien, sind die Staaten, die gegeneinander aufgehetzt werden. Und man denke an ganz konkrete Aktionen von Condoleezza Rice unter George W. Bush. Ich erinnere mich, 1986 stand Mittlerer Osten kurz vor einem Krieg, als die 13 US-Geheimdienste gemeinsam Bush daran gehindert haben, den Krieg anzuzetteln, um den
Wiederwahl eines neuen Republikaners zu begrüßen. Damals hat Condoleezza Rice in Riyadh das Gespenst des schiitischen Gürtels an die Wand gemalt und hat gesagt, Iran ist dabei, gegen alle sunnitischen Staaten einen schiitischen Machtgürtel auszubauen und die gesamten arabischen Staaten, Ölstaaten unter seine Kontrolle zu bringen. Dazu ist Iran niemals in der Lage, aber es wurde einfach behauptet. Und seitdem ist eine Maschinerie auch tatsächlich in den sunnitisch-arabischen Staaten in Bewegung gesetzt worden, um ein Netzwerk in der Region aufzubauen, wo alle die sunnitischen Staaten miteinander verbunden sind, außerdem Terrorgruppen aufgebaut werden. All das, was wir in Syrien erlebt haben, ist Resultat dieser Initiative von damals Condoleezza Rice, die gemeint hat, die sunnitischen Staaten müssen sich zusammenschließen und einen eigenen Gürtel bilden. Damit ist die Grundlage für das neue Wettrüsten installiert worden. Und dieses Wettrüsten hat auch stattgefunden und läuft bis heute ganz massiv. Sie kennen alle die Rüstungsabkommen seit, nicht nur seit Trump, sondern auch schon unter Obama, wurde ein riesen Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien betrieben, ich glaube 80 Milliarden Dollar. Trump hat erneut neues Geschäft mit Saudi-Arabien abgeschlossen, 110 Milliarden, also insgesamt sind es 300 Milliarden, die in den letzten 10 Jahren für die Rüstung in Saudi-Arabien und den arabischen Golfstaaten ausgegeben worden ist, für Rüstungsimporte. Wir sehen wieder hier den Finger des militärindustriellen Komplexes, den auch Obama nicht unterdrücken konnte. Obama hat sich den Drängen der Militärs oder der Agenten, Agenturen des militärindustriellen Komplexes, Rüstungsexporte zu betreiben, nachgegeben. Und Trump hat das auf sehr intensiv vorangetrieben. Sein Argument war America first und die Wirtschaftsförderung über Rüstungsexporte. Dann als allerletztes, seit 2003, nachdem Iran begonnen hat, aus Gründen, die ich jetzt nicht ausführen will, weil das wirklich so weit führen würde, aus meiner Sicht einen falschen Weg eingeschlagen und ein eigenes Atomprogramm aufgestellt, über Energie, Kernenergie, dann die Fähigkeit zu bekommen, um auch Atombombe zu bauen, obwohl die iranische Regierung das immer geleugnet hat. Aber für mich ist sonnenklar, solange ein Land wie Israel, dann auch Pakistan, dort Atombomben haben und durch das Monopol sich ihre Politik diktieren gegenüber den Nachbarstaaten, solange das der Fall ist, wird immer der Drang da sein, dass eine dieser Länder anfängt, das Gleiche zu machen. Das hat schon Ägypten unter Jamal Abdel Nasser dazu gebracht, mit dem Gedanken zu spielen. Und Iran hat das sehr ernsthaft betrieben. Also hinter dem iranischen Atomprogramm stecken natürlich nichts anderes als israelische Atomwaffen. Und wir wissen ja als Friedensbewegung, dass das
nukleare Wettrüsten ein machtpolitisches Konzept ist zwischen Ost und West, dass die Welt in Unordnung, manche sagen in Ordnung, manche sagen in Unordnung, jedenfalls nuklear in eine Unsicherheit gebracht hat. Wir sind alle, ich zumindest, Ergebnis der nuklearen Aufrüstung des Westens gegen Sowjetunion Anfang 80er Jahre, die Aufrüstung Europa, Westeuropas mit Mittelstreckenraketen hat mich zu Friedensbewegung gebracht und seitdem bin ich in der Friedensbewegung aktiv. Und dieses Wettrüsten wird von anderen Staaten kopiert, zwischen Pakistan und Indien läuft dasselbe. Solange der West, solange die Industriestaaten dieses Modell nicht aufgeben, werden auf andere Regionen wird dieses Modell in anderen Regionen übernommen. Und die Industriestaaten, sowohl der Westen wie auch Sowjetunion, damals haben versprochen, ihre atomare Rüstung abzubauen, um auf diese Weise gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen auch vorzugehen. Die Dritte Welt hat sich dran gehalten, bis die irgendwann gesagt haben, ihr haltet euch aber nicht dran, ihr macht weiter. Ihr modernisiert eure nukleare Potenziale. Also hat sich der Westen in dieser Frage, sowohl Sowjetunion wie auch Westen, USA und Europa, als unglaubwürdig in dieser Frage erwiesen und damit den Weg geöffnet für Wettrüsten auch im Süden. So, lassen Sie mich jetzt, meine Damen und Herren, nach diesem Überblick, hoffentlich reicht es, über die historischen Hintergründe zu der Islamischen Republik selbst zu kommen. Sie merken, ich habe verschiedene Säulen, die zu dem ganzen Komplex gehören, die ich aber zerlegt habe in meinem Vortrag, aber ich nehme die alle nach und nach in den gesamten Komplex und versuche, jede Säule für sich selber darzustellen, damit diese ganze Komplexität nicht eher Verwirrung schafft als Information, die man analytisch einordnen kann. Zu der Islamischen Republik habe ich zwei Folien vorbereitet. Die Islamische Revolution war eine historische Antwort. Sie hat stattgefunden 1979 auf CIA-Putsch. Im Iran entwickelte sich ein Drama nach dem Putsch und eine traumatische Situation in den politischen Beziehungen. Man hat einen tiefen Hass gegenüber den USA empfunden, man hat sich betrogen gefühlt und alle politischen Gruppen haben sich auf dieses Moment des Putsches bezogen, ob das nun Linke waren, national orientierte oder islamische. Die haben sich alle auf diesen Putsch und auf die US-Intervention bezogen und haben während der Mobilisierung, als das Schah-Regime geschwächt wurde und alle politischen Kräfte die Stunde für sich gekommen sahen, sie mobilisierten natürlich gegen das Schah-Regime und gegen Amerika. Also war die Islamische Revolution, die am Ende als islamisch hervorgegangen ist, oder, obwohl es am Ende so, am Anfang gar nicht so klar war, war diese Islamische Revolution als Antwort auf den Putsch von damals, war von vornherein
eine antimonarchistisch, eine antiamerikanisch, antiwestliche Revolution. Umgekehrt haben Feindbilder nicht nur USA, sondern auch Israel, weil Israel in der Region im Palästina-Konflikt als Feind der islamischen Welt deklariert wurde, gerade von iranischen Islamisten, die Revolution machen. Sie wollen natürlich eine Revolution machen, nicht nur im Iran, sondern sie wollen die viele andere Baustellen auch gleichzeitig mit lösen. Israel-Palästina-Konflikt im Sinne der oder durch Mobilisierung der islamischen Kräfte in der Region, also wurde Israel ebenfalls zu einem wichtigen Feind und Feindbild. All das, all diese Feindbilder und auch der Westen insgesamt, man hat die Modernisierung, die das Schah-Regime betreiben wollte, als eine kulturelle Einflussnahme des Westens auf Iran, auf die Kultur, auf die Lebensweise der iranischen Bevölkerung empfunden. Ein Teil der Iraner fand das gut. Sie wollten westlich werden, ein anderer Teil, vor allem das Teil aus den zurückgebliebenen Landesteilen, aus den Dörfern, die in die Städte gekommen waren, die fanden das nicht gut. Sie fanden im Islam ein Zuhause, eine sichere Zuhause. Sie konnten sich mit Islam viel näher identifizieren als mit westlicher Kultur. Diese Spaltung innerhalb des Irans gibt es heute noch. Es gibt einen modernen Teil des Landes, das mit Islam, mit islamischer Kultur eigentlich nur was historisch betrifft, was anfangen kann, aber nicht unbedingt Islam als Modell nehmen will für die Lebensweise, für die Entwicklung, für die Industrialisierung. Ein Teil glaubt aber, Islam liefert ein Modell, ein Lebensweisemodell und versucht diese auch durch Modifizierung dessen, was ohnehin die westliche Zivilisation errungen hat, diese zu islamisch zu verbrämen und als was Neues darzustellen. In Wahrheit gibt es keine islamisch-moderne Zivilisation, die von allen mitgetragen wird. Die Intellektuellen sind die scharfen Gegner einer solchen kulturellen Verbrämung und Legitimation der islamischen Herrschaft. Es gibt eine offene Debatte im Fernsehen, im Iran. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass das System kein totalitäres System ist. Es ist eine Diktatur, es gibt demokratische Elemente, aber es kann sich öffnen auf Druck der Zivilgesellschaft, öffnet sich das System und es findet eine Debatte statt. Es gibt auch zwei Lager in der Islamischen Republik. Diese zwei Lager innerhalb des Systems beziehen sich beide Lager auf Islam, haben sich darauf geeinigt, die Laizisten, also die sich nicht auf Islam beziehen, die Islam nicht als Modell, Lebensmodell akzeptieren, von der Macht auszuschließen. Die werden auch ganz gezielt bei Wahlen nicht zugelassen. Vertreter der laizistischen Gruppierungen, Persönlichkeiten werden ausgesiebt. Also insofern finden Wahlen statt, aber diese Wahlen sind selbstverständlich keine demokratische Wahlen, sondern bestenfalls halbdemokratisch. Aber die Wahlen, die Machtteilung wird innerhalb des Systems geteilt zwischen Fundamentalisten, die verkörpert ist durch Revolutionsführer Ayatollah Khamenei, und Reformisten durch Figuren wie Präsident Khatami,
ist die beliebteste Persönlichkeit aus dem Lager der Reformisten, dann Rafsanjani, der gestorben ist, und nun Rouhani, die vertreten mehr oder weniger dieses Lager der Reformisten. Sie sind sich aber in der Frage der Verteidigung Irans, der Verfolgung einer national selbstständigen Politik und Ausschluss nach innen der von Laizisten sich einig. Ursprünglich hat das fundamentalistische Lager in der Tat die Idee des Revolutionsexports während des Iran-Irak-Krieges sehr ernsthaft vertreten. Khomeini selbst war Befürworter eines Revolutionsexports und man glaubte übrigens, die islamische Revolution hat in der Tat die islamische Welt insgesamt, sowohl die Sunniten wie die Schiiten, politisiert. Zum ersten Mal in der nachkolonialen Phase, islamische Länder waren mehr oder weniger nicht besonders politisch und waren dann nicht über Islam. Das hat die islamische Revolution, hat aber einen starken Einfluss auf die Politisierung und Radikalisierung der islamischen Welt gehabt. Und Khomeini und seine Anhänger glaubten, sie können die islamische Revolutionsverhältnisse hineintragen in die Region, in andere Staaten und auch in anderen islamischen Staaten, den islamischen Staat nach dem iranischen Modell aufbauen. Diese Politik ist allerdings gescheitert. Schon im Iran-Irak-Krieg war klar, hier kann Iran nicht auf die Moslems in der arabischen Welt rechnen. Hier stößen die Schiiten auf Sunniten. Die Sunniten sind halt anders, die unterstützten ihre Machtgruppen. Damit war klar, dass Iran höchstens Bündnispartner finden kann in der Region, aber nicht die gesamte Region umwälzen kann. Nach dem Tod von Khomeini, war glaube ich Anfang 90er Jahre, hat sich das System darauf geeinigt, diese Politik des Revolutionsexports aufzugeben. Man hat akzeptiert die Politik der Palästinenser selbst. Man hat gesagt, also die Führung hat gesagt, wenn die Palästinenser sich für die Zwei-Staaten-Lösung entscheiden, dann akzeptieren wir. Und solche restriktive Politik nach innen wieder betrieben, von der Region zurück. Man hat die anderen Staaten sich mehr oder weniger selbst überlassen, bis Anfang 2000 Jahr, bis Anfang des Jahrzehnts in diesem Jahrtausend oder Jahrhundert. Ab da entwickelte sich die Islamische Republik eine defensive Bündnis- und Verteidigungspolitik, nachdem, und dazu komme ich noch extra, nachdem in den USA die Neokonservativen die Macht übernommen haben und für diese Machtübernahme ein Programm hatten. Das neue amerikanische Jahrhundert, the New American Century, mit einer klaren Programmatik, darauf komme ich nochmal zurück,
etwas genauer, aber hier so viel, dass diese neue Entwicklung in den USA, die auch Iran im Visier hatte, die Islamische Republik dazu gebracht hat, eine Bündnispolitik zu betreiben mit Assad. Das Assad-Regime hat mit Iran oder Iran unterstützt gegen Irak in den Irak-Irak-Krieg. Assad-Regierung ist Ausdruck der Machtklique, der Schiiten sehr nah ist. Aleviten sind ein Teil der Schiiten. Schon von daher gab es kulturell zwischen beiden Ländern, obwohl die Schiiten in Syrien nicht die Mehrheit haben, aber das System war nah an das syrische System, an das iranische. Die haben also eine Bündnispolitik schon betrieben während des Iran-Irak-Krieges. Und diese wurde intensiviert, zumal Iran Hezbollah, die libanesischen Schiiten, die im Kampf gegen Israel und USA schon ihre eigene Erfahrung hatten, angefangen aufzurüsten, und zwar sehr gezielt und mit modernen Raketen ab 2003 und 2004. Dies war aus meiner Sicht ein Gegenmacht, militärische Gegenmacht gegen das Monopol, israelische Monopol an Atombomben, denn mit Aufrüstung von Hezbollah mit Raketen, die innerhalb von wenigen Sekunden Tel Aviv erreichen, hat Iran eine Gegenmacht aufgebaut, an die Israel nicht vorbeikam und weswegen Israel meines Erachtens bis jetzt auch Zurückhaltung geübt hat in den letzten 20 Jahren, immer wieder behauptet hat, Iran ist kurz davor, eine Atombombe zu bauen, aber nie gewagt hat, die Atomanlagen zu bombardieren. Im Gegensatz zum Bombardement von Atomanlagen im Irak, das war, glaube ich, Anfang der 80er Jahre, ich habe es nicht mehr im Kopf, Israel hat die Atomanlagen, die Saddam Hussein angefangen hatte, aufzubauen, bombardiert, damit waren die Kernreaktoren vernichtet worden im Irak. Das haben sie gegen Iran nicht gewagt, weil Iran inzwischen eine militärische Gegenmacht in durch Hezbollah aufgebaut hatte. Und dies war ohne Unterstützung von Syrien nicht möglich, weil die Raketen vor allem über Syrien nach Libanon transportiert worden sind. Wir sehen, dass hier Iran sich schon damals angefangen hat, vorzubereiten auf eine asymmetrische Kriegsführung, weil nach 2003, nachdem der Konflikt mit Iran durch Atomprogramm sich zugespitzt hat, Iran, die Islamische Republik, schon vermutet hat und damit gerechnet hat, dass ein Krieg gegen Iran seitens der USA, Israel und später Saudi-Arabien möglich ist. Nun etwas, was Sie wahrscheinlich überraschen wird, was im Iran leider betrieben wird, und zwar durch beide Lager nach dem Iran-Irak-Krieg verfolgt die Regierung, alle Regierungen verfolgen eine neoliberale Politik, knallharte neoliberale Politik, zwar in Form von Abschaum dessen, was wir aus Westen kennen. Freie Importe, die Öleinnahmen wurden bis jetzt
für freie Importe ausgegeben und das wurde ideologisch auch unter Modernisierung, unter Marktfreiheit verkauft. Neoliberale Berater sind in der Regierung. Dadurch ist die nationale Industrie im Iran kaputt gegangen. Dadurch ist die iranische Wirtschaft sehr angriffs. Es gibt einen Begriff. Bitte? Abhängig. Abhängig und empfindbar. Diese Wirtschaft kann nicht auf Gegensanktionen reagieren, weil die nationale Industrie inzwischen kaputt gegangen ist. China würde niemals solche Schwierigkeiten bekommen wie Iran, weil China eine andere Politik betreibt. China hat eine eigene nationale, unabhängige nationale Industrie und beliefert die ganze Welt mit chinesischen Waren. Und im Iran ist genau umgekehrt. Iran importiert aus der ganzen Welt Waren, aus Europa, aus China und sogar landwirtschaftliche Produkte. Dies ist der Hauptfehler der aller iranischen Regierungen, ob Fundamentalisten oder Reformisten, die unter dem Einfluss, das kann man auch sehr gut analysieren, der Händler, der Importhändler, unter Einfluss dieser Importhändler, die die Machthebel beherrschen, hat die iranische Regierung eine solche Politik betrieben, die ich für katastrophal halte. Und ich versuche auch immer wieder, wenn ich irgendeinen Beitrag in Iran auf Persisch leiste, dann mache ich das zum Hauptvorwurf gegenüber der Regierung, die immer noch dran hält. Obwohl gerade jetzt, das würde ich der Regierung auch wieder ins Gesicht sagen, gerade jetzt ist die Zeit, diese Politik zu ändern, wo Importe nicht mehr geliefert werden können, weil die Finanzströme kontrolliert werden von den USA. Gerade jetzt müssen sie umstellen, aber ich sehe keine Tendenzen in diese Richtung. Die Regierung hat mit seiner Politik dazu beigetragen, dass die Spekulanten und Finanzmarktkapitalismus, was wir hier beklagen, in seine hässlichsten Form im Iran Fuß gefasst hat. Bodenspekulation, Finanzspekulation über die Banken ist der Motor der Bereicherung einer kleinen Elite, eine Basis für die flächendeckende Korruption im Staatsapparat, für die Umverteilung von unten nach oben, für die Inflation, die den Menschen das Leben da macht. Ich würde sagen, schon immer hat diese Politik hauptverantwortlich für die Schwächen der iranischen Wirtschaft. Nicht die Sanktionen. Heute verdoppelt sich alles durch die ganz stringente und massive Sanktion zusammen mit falscher Wirtschaftspolitik macht alles schlimmer. Dieses Bild können wir heranziehen, wenn wir diskutieren, wenn wir über die geostrategischen Aspekte diskutieren wollen, kann ich dieses Bild heranziehen. Nun komme ich zu einer anderen Säule des ganzen Komplexes, der hinter dem jetzigen Drohung eines Irankrieges steckt. Das Projekt des amerikanischen Jahrhunderts, der Neokonservativen. Ich habe darauf hingewiesen, jetzt versuche ich das etwas systematischer darzustellen. Es ist eine der Puzzle, die zu dem Ganzen gehören. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
bricht auch der Multilateralismus und damit die Institutionen, multilateralen Institutionen in der Welt, die brechen nicht zusammen, aber die werden geschwächt. Amerika wird die einzige, bleibt als einzige Weltmacht, und in der Zeit hat in Amerika auch ein Prozess der wirtschaftlichen Rückentwicklung stattgefunden. Amerikas Ökonomie hat an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China, gegenüber Japan, Südkorea und gegenüber EU verloren. Ihre Wettbewerbsfähigkeit beschränkt sich auf Rüstungsindustrie, auf Hightech-Industrie, auf Dienstleistungsbranchen, und dort haben sie auch die größten, die allergrößten Konzerne der Welt. Aber wo die Produktivität eine Rolle spielt bei Produktion von Konsumgütern, Industriegütern, Haushaltsgütern, Massenproduktion, Autos, da sind sie abhängig von Importen. Dieser Prozess hat den Schub verstärkt, dieses Projekt neuen amerikanischen Jahrhunderts zu organisieren, um nun die Rückentwicklung, den Rückschritt über Militarisierung der Welt, Beherrschung von geostrategisch wichtigen Regionen und Beherrschung der Finanzmärkte aufzuwiegen. Nicht aufzuwiegen, sondern aufzuheben. Die Nachteile durch die Produktivitätsnachteile, durch Vorteile im Rüstungsbereich, im Finanzbereich, im Dienstleistungsbereich aufzuheben. Das ist Bestandteil, das ist die Philosophie, die hinter dem amerikanischen Jahrhundert, Projekt des amerikanischen Jahrhunderts gesteckt hat. Bush-Regierung ab 2001 war Ausdruck, der Sieg von Bush-Regierung Junior war Ausdruck des Sieges der Neokonservativen. Die Militarisierung hat begonnen, die Aufrüstung, die Rüstungssteigerung der Rüstungsausgaben auf das und Verdreifachung der amerikanischen Rüstungsausgaben war Ausdruck dieser neuen Politik. Die USA haben versucht, ihre Militärbasen in der Welt auszubauen, auf über 800 Militärbasen in der ganzen Welt. Sie haben Kommandozentralen in allen Teilen der Welt, die jeweils verantwortlich ist für Kriege, die regional stattfinden. Eine in Mittleren, Nahen, Zentralasien, einen in Europa, einen in Südamerika, einen in Ozeanien. Also für sie ist Amerika, für Amerika ist die Welt sozusagen ein militärischer Körper, den man auch militärisch behandeln muss. Die massive Aufrüstung, nicht nur der USA selbst, der Druck auf NATO-Staaten gleichzuziehen, NATO-Staaten zu zwingen, auf 2% der Rüstungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt aufzusteigen. Dieser Druck hat mit dem Drang der USA zu tun, die Militarisierung voranzutreiben, auf Europa in diesem Zug einzubeziehen. Der NATO-Oberkommandierende Wesley Clark, das ist sicherlich vielen von Ihnen bekannt, hat was Wichtiges gesagt, was als Dokument herangezogen wird von allen.
2007 hat er über die Kriege, die USA Anfang 2001 nach 9/11 geplant haben, diese Kriege offengelegt. Er hat gesagt, mir hat ein General nach 9/11 gesagt und nach dem Beschluss, gegen Afghanistan einen Krieg zu führen, dass gegen 7 weitere Staaten beschlossen worden ist, Kriege zu führen in den nächsten 5 Jahren. Gegen Irak, gegen Syrien, gegen Sudan, Somalien und gegen Iran. In den meisten diesen, und Libyen, diesen Staaten ist in der Tat schon längst Krieg, Kriege stattgefunden, Regime Change sind stattgefunden, vollzogen worden. Nur Iran ist noch so da wie vorher. Der Krieg gegen Syrien war Bestandteil, war ja die Vorphase eines Krieges gegen Iran, denn man wusste sehr genau, Assad-Regime ist Verbündete von Iran. Wenn Assad fällt, dann ist es einfacher, Iran militärisch in die Knie zu zwingen. Da stecken die Vereinigten Staaten aber in. Das haben sie verloren. Sie haben es nicht geschafft, das Assad-Regime zu beseitigen, weil auch inzwischen Iran begriffen hat, dass Kriege in Syrien auch als Kriegsvorbereitung gegen Iran gemeint ist. Russland hat das ähnlich aufgefasst. Ein Sturz des Assad-Regimes bedeutet Einflussbeseitigung Russlands im Mittleren Osten, vor allem in Syrien. Beide Staaten haben darauf reagiert und haben verhindert, dass Assad-Regime gestürzt wird. Ich nenne die Reaktion von Syrien und Russland als eine defensive Strategie, und bis jetzt gibt es keine Anzeichen, dass Iran und Russland vorhaben, militärisch in Syrien lange zu bleiben oder militärisch diese Region zu dominieren. Sie sind aber sehr wohl daran interessiert, ihren Einflussbereich, Bündnissituation aufrechtzuerhalten. Obama hat diesen Kriegsprozess, Aufrüstungsprozess mitgetragen. Man sieht, dass ein humanistisch orientierter Präsident in den USA nichts veranstalten kann. Es muss wesentlich mehr geschehen. Es muss eine Umwälzung in Amerika stattfinden. Dass ein Präsident, der wirklich keinen Krieg will, auch in der Lage ist, die Apparate, die schon da sind, und die ganze Bürokratie, die ganze Wirtschaft zu beherrschen, diese müssen auch geschwächt werden. Obama hat sehr schnell erkannt, dass er sich fügen muss, hat sich gefügt, und er hat höchstens versucht zu bremsen. Das Atomabkommen mit Iran war ein Ausdruck seines Versuches, die militärische Machtübernahme, Militarisierung und neue Kriege zu entschärfen, zu verlangsamen. Nach Donald Trump Machtübernahme hat er diesen Prozess, der schon unter Obama weiterlief, massiv verschärft. Neue Kriege angekündigt oder neue Aufrüstung angekündigt, neue Rücknahme, wichtige Abkommen, die Iran-Atomabkommen, was zu einem Konfliktpotenzial hat führen müssen, aufgekündigt, beziehungsweise das Abkommen gebrochen und so weiter und so fort. So, meine Damen und Herren, es gibt nur noch eine Säule, die zu dem ganzen Komplex dazugehört, der vielleicht sogar alles zusammenführt, nämlich der Dollar-Imperialismus, den ich hier auch Ihnen
nachbringen möchte, bevor ich diesen ersten Teil Analyse der Hintergründe abschließe. Wir merken jetzt, und das merken alle, auch inzwischen die westlichen Politiker, durch das Monopol der Vereinigten Staaten an der Leitfähre und vollständige Kontrolle der Finanzströme, die über Dollar laufen, verfügen die Vereinigten Staaten einen sehr scharfen und wirksamen Hebel für die Erpressung der gesamten Welt. Nicht nur ihre Gegner, sondern ihre Verbündeten. Auch die EU wird ja gerade im Zusammenhang mit Iran-Atomabkommen erpresst. Europäer wollen die Sanktionen, die US-Sanktionen umgehen. Sie haben eine Institution eingerichtet, INSTEX, in der Hoffnung, die Sanktionen umgehen zu können. Aber das können sie nicht, weil 80% des Welthandels über Dollar abgewickelt wird. Weil die USA in der Lage sind, obwohl das meines Erachtens völkerrechtlich ist, die Weltwährung für ihre nationale Politik zu missbrauchen. Gegen die gesamte Welt. Das ist ihnen allen, vielen Menschen klar geworden. Es sind inzwischen auch Stimmen laut, die sagen, wir müssen dafür sorgen, dass andere Währungen stärker werden. Aber das sind leise Töne. Und die Kriege, die wir erlebt haben im Mittleren Osten, haben sehr viel damit zu tun, wie ich nochmal hier hervorheben möchte. Die USA wären ohne die Vorteile, die ihre Dollar-Dominanz, ihre Weltwährung-Dominanz mitbringen, wären pleite gewesen. Weil sie sind seit 25 Jahren ein importabhängiger Staat mit Schulden, mit Defiziten, permanenten Defiziten. Jeder andere Staat wäre schon längst zahlungsunfähig geworden. Aber die USA sind es nicht, weil ihr Kapitalimportbilanz Überschüsse aufweist und die Leistungsbilanzdefizite aufhebt. Woher kommen die Überschüsse der USA? Darauf möchte ich eingehen, obwohl USA ein Leistungsbilanzdefizitland sind, ist der Dollar die stabilste Währung der Welt. Das widerspricht eigentlich den ökonomischen Zusammenhängen, es sei denn, man findet heraus, worauf die Kapitalimporte zurückzuführen sind. Es sind Gewinne der großen Hightech-Konzerne, Internetkonzerne, Dienstleistungskonzerne wie Google, Apple, Facebook, Amazon, die enorm, die Rückführung dieser Gewinne, die enorm zu Kapitalimporte beitragen. Zweitens Spekulationsgewinne aus dem Finanzsektor, der beherrscht wird durch den amerikanischen Banken und Finanzjongleure. Und dritter Faktor, durch den Kauf von Anlegern, durch Investitionen der Anleger aus der ganzen Welt in den US-Staatsanleihen. Die US-Staatsanleihen geben auch heute, obwohl überall Nullzinspolitik herrscht, sowohl in den USA wie auch in Europa, in der EU, die amerikanischen Staatsanleihen geben immer noch 2%, glaube ich, Rendite. Und früher haben sie viel mehr, 5%, 7% gegeben.
Das heißt, viele Anleger haben ein großes Interesse, Staatsanleihen in den USA zu kaufen, die der Regierung gehören. Und wie entstehen diese Staatsanleihen? Sie entstehen dadurch, dass die US-Regierung sich bei der Federal Reserve, bei der eigenen Zentralbank, verschuldet. Die Zentralbank druckt Dollars und überweist an die Regierung. Und die Regierung hat plötzlich eine Quelle des Kapitalimports, nämlich Staatsanleihen, der Vermarktung von Kapital, Staatsanleihen, hinter denen Papier steht und nicht wirkliche Wirtschaftskraft. Und diese Möglichkeit haben nur die Vereinigten Staaten und kein anderes Land. Dadurch schaffen es die Vereinigten Staaten, trotz ihrer bankrotten Wirtschaft in produktiven Bereichen, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu sein und die stärkste Währung zu besitzen und im Prinzip die ganze Welt, nicht nur militärisch, sondern ökonomisch und finanzpolitisch zu beherrschen. Dieses System setzt allerdings voraus, dass dieses System setzt voraus, dass die US-Währung auf Dauer stabil bleibt. Die Dollar war vor dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems an Gold gekoppelt. Darauf beruhte die Stabilität von Dollar. Und dieses System beruhte auf einem völkerrechtlichen Vertrag zwischen allen Staaten. Die USA konnten mit Dollar damals nicht machen, was sie wollten. Sie waren gebunden. Sie haben mal versucht, Dollar Papier zu drucken, um den Vietnamkrieg zu finanzieren. Aber das haben andere Vertragsstaaten, Frankreich vor allem, gemerkt, haben gesagt, so geht das nicht. Die Intervention von Frankreich als Reaktion darauf, ich möchte das dabei belassen, hat dazu geführt, dass 1973 dass dieses System zusammenbrach. Das war eigentlich ein Klotz am Bein, dieses System des US-Imperialismus. Das war ein völkerrechtlicher Vertrag, den sie nicht so ohne weiteres verletzen wollten. Durch den Zusammenbruch haben die Vereinigten Staaten ein neues Kanal geschaffen, ein neues Regime geschaffen. Das ist der Vorteil von einem Großmacht. In dem Moment, wo eine ihrer Säulen wegbricht, haben sie schon eine Reserve in petto. Die hatten nämlich gemerkt, schon Anfang der 70er Jahre, nachdem der Ölpreis angestiegen ist, dass die Nachfrage nach Dollar steigt, weil der Ölpreis angestiegen ist und weil alle Staaten Öl brauchen, nach Öl fragen. Und Öl wurde damals in Dollar gehandelt. Das haben sie als Geschenk Gottes entdeckt und haben angefangen dafür zu sorgen, dass dieser Zustand, dass alle Staaten der Welt weiterhin ihren Ölbedarf über Dollar abwickeln, beibehalten. Sie haben mit Saudi-Arabien schon 1974 einen Vertrag geschlossen. USA schützt das Regime und das Regime verpflichtet sich nie, in einer anderen Währung Öl zu verkaufen. Sie haben es auch mit Shah versucht, sie waren auch dabei, mit Shah endlich einen Vertrag zu machen. Nun hat aber Saddam Hussein, Gaddafi, die haben auch im Iran nach der Revolution, haben alle gesagt, wir müssen auch unsere eigenen Exporte diversifizieren. Wir müssen versuchen, mit Europa, mit China
unser Öl in andere Währungen zu verkaufen, nicht abhängig zu sein von USA. Genau diese Erkenntnis, diese Ansicht wurde diesen Staaten zum Verhängnis. Es wurde dann auch beschlossen, alle Staaten, die nicht so sind, alle Ölstaaten, die nicht so sind wie Saudi-Arabien, alle missliebigen Staaten sollen gestürzt werden. Das ist der eigentliche Hintergrund aller Kriege, die in den letzten 20 Jahren im Mittleren Osten stattgefunden. Wo haben sie stattgefunden? Wo sind die Regime-Change-Aktivitäten? In allen Ölstaaten oder benachbarten Ölstaaten. Venezuela kommt jetzt hinzu. Das war immer ein Dorn im Auge dieses Systems. Nun wird Venezuela gehört dazu. Und ich ging davon aus, wenn die Weltlage das erlaubt, wenn die innenpolitische Situation in Venezuela das erlaubt, würde Militärputsch sowieso, war geplant, hat nicht funktioniert wie im Iran 1953. Aber ich hatte auch mit einer Intervention gerechnet, wenn sich, und das ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass die USA militärisch in Venezuela intervenieren. Und Iran ist natürlich ein harter Brocken schon in dieser Konstellation. Iran muss aus dieser Perspektive eigentlich, das Regime vom Iran muss eigentlich weg, damit diese Dollarfrage, damit die Macht, die Monopolmacht der USA in der Weltwirtschaft über Dollarimperialismus aufrechterhalten bleibt, muss auch im Iran ein Regime-Change stattfinden. Und das ist für mich zwar ein starker Hebel der Vereinigten Staaten, der für sie spricht, der kann auch gegen sie sprechen, wenn andere Staaten die Gefahr, die Dimension, die dahinter steckt, unter anderem auch EU, wenn sie begreifen, was dahinter steckt für die EU, diese Dominanz, wenn sie es begreifen und daraus die politischen Konsequenzen ziehen, dann kann diese Waffe der Vereinigten Staaten auch gegen sie gewandt werden. Aber das würde ich gerne dann im zweiten Teil, der wesentlich kürzer sein will. Ja, vielen Dank erstmal. Wir machen das abhängig von Lust und Interesse jederseits, ob wir eine halbe Stunde, sollten wir eine Pause machen. Erstmal diskutieren, würde ich sagen. Ja? Nur 10 Minuten. Also es wird gewünscht, 10 Minuten Pause. Einverstanden? Entschuldigung, dass ich hier die Leitung.